Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV, das Magazin. Heute aus dem Lesesaal des Bayerischen Landtages hier in München. Und mein Gast ist Günther Fellwinger von den Freien Wählern, Abgeordneter des Bayerischen Landtages aus Unterfranken. Aus Gemünden kommen Sie. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Fellwinger, heute zwei Unterfranken im Bayerischen Landtag. Das ist doch eine Steilvorlage für uns, die wir jetzt einmal hier im Zentrum der Macht der Landespolitik über regionale Themen, die uns in Unterfranken betreffen, eine Viertelstunde sprechen können. Und erstmal aber vielleicht eine andere Frage. Es ist noch Pause eigentlich hier im Landtag. Es ist alles ganz ruhig. Der Sommer geht so langsam zu Ende. Wie haben Sie denn den Sommer verbracht? Wie haben Sie ihn genutzt? Naja, Pause ist für einen Politiker ohnehin immer relativ. Aber Sie haben völlig recht, die Sommerpause neigt sich dem Ende. Im Parlamentsbetrieb ist noch ja, nichts los. Aber natürlich, wir als Abgeordnete versuchen schon hin und wieder ja, an der Basis, wie man so schön sagt, draußen zu sein. Wobei ich gestehen muss, dass ich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig an der Basis war, weil ich habe mich einem kleinen medizinischen Eingriff unterzogen und habe deswegen die Sommerpause dazu genutzt, um wieder zu gesunden und war in den letzten Wochen also wenig im Stimmkreis, sondern mehr in Kliniken unterwegs. Aber wenn es am Ende gut wird, hat es was genutzt. Also Sie sind wieder voller Tatendrang dann für die nächsten Sitzungen, die jetzt dann Mitte September ja beginnen. Da geht es wieder los hier im Plenum, in den Ausschüssen, in zwei Ausschüssen sind Sie ja auch vertreten. Sie haben den Wahlkreis angesprochen und dass Sie sich dort jetzt nicht so viel gezeigt haben. Und der Wahlkreis, der ist ja den Bürgern, der Bevölkerung offenbar ganz wichtig. Es gibt eine Studie, die im Bayerischen Landtag hier im Juli vor der Sommerpause vorgestellt wurde. Und da haben die Bürger ganz eindeutig gesagt, also unsere Abgeordneten, die sollen sich um uns vor Ort in den Regionen kümmern. Merken Sie das auch? Sie haben ja nämlich mehr zu versorgen als mein Spessart. Sie sind ja auch eigentlich für weite Teile Unterfrankens zuständig. Ja, natürlich. Die Bürger wollen ihre Abgeordneten vor Ort sehen, am besten bei jeder Veranstaltung und überall. Das ist natürlich leider nicht immer machbar, weil die Vielzahl der Termine an diesen Tagen, die wir im Stimmkreis, in den Betreuungsstimmkreisen verbringen, natürlich auch zeitlich begrenzt sind und sich von Freitag bis Montag im Prinzip ergeben, weil ja Dienstag bis Donnerstag in der Regel die Sitzungen hier im Landtag sind. Und da merkt man schon, wir sind Ansprechpartner für die Probleme der Menschen vor Ort. Die wollen ihre Dinge an uns herantragen, sodass wir sie weiter transportieren. Und insofern ist das immer so eine zweigeteilte Aufgabe, die wir als Abgeordnete haben. Einerseits hier natürlich in München Politik im eigentlichen Sinne zu machen, aber natürlich auch vor Ort ja, die Ohr an der Stimme des Bürgers zu haben. Politik hat Ihre Partei im vergangenen Sommer auch gemacht mit einem Instrument, das Volksbegehren. Das ist ja vielen sicher noch in Erinnerung, ganz bestimmt sogar G8, G9, also achtstufiges oder neunstufiges Gymnasium. Im Juli war da die Volksabstimmung initiiert durch die Freien Wähler. Ja, und es ist so richtig in die Hose gegangen. Also Sie haben längst nicht den Rückhalt oder die Unterschriften aus der Bevölkerung bekommen, die da nötig gewesen wären. Haben Sie da auch den Sommer über jetzt öfters mal drüber nachgedacht und da Ursachenforschung betrieben? Selbstverständlich, dass wir natürlich nicht ganz zufrieden sind mit dem Ausgang des Volksbegehrens, das ist ganz klar. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es in die Hose gegangen ist, sondern wir haben mit diesem Volksbegehren eine Diskussion über Monate in die Gänge gebracht, die ja nach wie vor aktuell ist und immer noch nicht gelöst ist und auch die nächsten Monate mit Sicherheit noch ganz, ganz hoch im Kurs stehen wird, weil wir brauchen eine Lösung für die Weiterentwicklung des Gymnasiums. Insofern haben wir versucht, die Mitbestimmung des Volkes bei diesem wichtigen Thema zu generieren. Das Volk hat sich ja eher mäßig interessiert gezeigt, aber, und das ist auch ein Kennzeichen für uns Freie Wähler, wir wollen mehr Mitbestimmung des Volkes, der Bürgerinnen und Bürger, haben diese Möglichkeit geboten und insofern können wir schon zufrieden sein, letztendlich unter dem Strich, denn das Thema
ist sehr, sehr wichtig. Und es bedarf einer Lösung, das höre ich jeden Tag, auch jetzt noch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ja, die Mitbestimmung aus dem Volk und ganz nah das Ohr am Wähler haben, das beansprucht ja auch die CSU für sich ganz stark. Und nun ist es ja auch so, dass das Thema G8-G9 uns in diesem Herbst dann auch wieder begegnen wird im Bayerischen Landtag. Es soll ja jetzt ein Konzept geben aus dem Kultusministerium, und eigentlich alle sind sich jetzt ja hier schon mal einig, es muss etwas reformiert werden. Aber es wird doch jetzt sehr kompliziert und unübersichtlich. Also ist da nicht die Gefahr da, dass jetzt erstmal ganz lang wieder debattiert wird und diskutiert wird und Eckpunkte und Konzeptpapiere erstellt werden, und für die Schüler und Lehrer und die Eltern in Bayern ändert sich erstmal gar nichts die nächsten Jahre? Völlig richtig, wie Sie das darstellen. Und wenn die CSU tatsächlich das Ohr so nah am Bürger hätte, hätte sie schon längstens vor unserem Volksbegehren entsprechende Maßnahmen getroffen, nämlich unseren Anträgen zugestimmt im Bayerischen Landtag. Aber da stießen wir auf breite Ablehnung innerhalb der Regierungsfraktion. Und deswegen mussten wir ja erst dieses Instrument des Volksbegehrens nehmen, um überhaupt Schwung in die Debatte zu bekommen. Und also da sind Regierung und Opposition, Regierungspartei und Oppositionspartei aneinander geraten, kam da auf keinen gemeinsamen Nenner. Und diese Studie, die ich anfangs ja aber zitiert habe, da sagt der Bürger ja auch, Mensch, die sollen sich zusammenreißen, also ich übersetze das jetzt mal, die sollen über die Fraktionen hinweg bitte die Sachthemen bearbeiten und nicht die parteipolitischen Dinge. Das ist doch dann jetzt ja ein Beispiel dafür, dass da doch noch besser gearbeitet werden kann im Landtag. Auf jeden Fall. Ich meine, eines ist ganz wichtig in der Politik, dass es eine Meinung gibt, und eine Gegenmeinung ist völlig normal. Und dass man möglichst zu einem Konsens kommen sollte, das wäre das Wünschenswerte. Und wenn es zu diesem Konsens am Ende dieses gesamten Diskussionsprozesses kommt, ich glaube, dann können wir als Freie Wähler auch sehr gut damit leben, wenn wir diese Diskussion in Gang gebracht haben. Aber in Bezug auf das Gymnasium gibt es erhebliche Diskrepanzen in der Vorstellung zwischen Opposition und Regierungsseite. Das ist nun zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Aber wir hoffen jetzt doch im Laufe der nächsten Wochen und Monate, dass wir uns hier gegenseitig annähern, und kann auch da nur an die CSU eigentlich appellieren, ja, doch noch einmal das Ohr beim Bürger zu nehmen, um zu hören, was gewünscht wird. Und ein reines Festhalten am G8 ist meines Erachtens für mich und auch für die Opposition absolut nicht tragbar. Und es ist auch nicht wünschenswert im Sinne der Bürger. Also über dieses Thema, da werden wir noch viel mitbekommen, viel berichten aus dem Bayerischen Landtag. Das ist also trotz gescheiterten Volksbegehrens noch nicht zu Ende. Kommen wir mal auf ein weiteres Thema, das uns jetzt sehr aktuell betrifft in ganz Bayern, aber auch gerade hier in Unterfranken bei uns, die Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik. Jetzt war die Meldung vergangene Woche, dass zum Beispiel in der Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg zusätzlich Zelte aufgebaut wurden, um die vielen Flüchtlinge, die jetzt aktuell zu uns kommen, aufzunehmen. Die Landratsämter, die kreisfreien Städte sind aufgerufen, nach Unterkunftsmöglichkeiten zu suchen, Gasthöfe, Hotels, Pensionen. Das soll jetzt alles auch genutzt werden. Wie kann man diese Situation in den Griff bekommen? Wie kann man die Flüchtlinge hier so aufnehmen, dass sie also nicht nur wirklich erstmal nur da sind, sondern dass sie auch menschenwürdig hier sein können? Also ich bin sehr dafür, hier eine Willkommenskultur zu gestalten. Aber die Regierung, die Bayerische Staatsregierung, hat hier in der Vergangenheit keineswegs den Asylanten eine Willkommenskultur präsentiert, sondern es hieß immer, ja, die sollen ja hier nur im Durchgang sein sozusagen. Und ich denke, Flüchtlinge,
die gibt es immer wieder und geschehen aus verschiedensten Anlässen. Insofern muss jeder froh sein, wenn er in so eine Lage kommt, dass er irgendwo menschenwürdig aufgenommen wird. Und das, was derzeit in Bayern hier vorherrscht, ich will das mal gelinde ausgedrückt vielleicht als Chaos bezeichnen, überfüllte Erstaufnahmestellen, ja nicht genügend Unterkunftsmöglichkeiten insgesamt, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern ein Prozess, der über viele Monate, Jahre sich angedeutet hat. Und die Staatsregierung hatte hier eigentlich genügend Zeit, ist auch oftmals von uns in der Opposition dazu aufgefordert worden, hier entsprechend zu handeln, mehr Erstaufnahmestellen zu installieren und dafür Sorge zu tragen, dass auch die Kommunen bessere Unterstützung bekommen bei der Unterbringung der Asylbewerber. Und es ist leider zu wenig geschehen und das ist natürlich jetzt das Problem, vor dem wir stehen, dass wir hier viele Flüchtlinge haben, aber keine Lösung, kein Konzept, wie wir diese Flüchtlinge einigermaßen vernünftig hier unterbringen können. Also dieses Konnexitätsprinzip in Bayern, wer bestellt, bezahlt, das ist ja das eigentlich, was Sie jetzt auch anmahnen. Die Kommunen haben die Aufgabe erhalten, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Nun brauchen sie also auch die finanzielle Ausstattung, um das menschenwürdig zu tun. Sehen Sie da eine Chance, dass da jetzt dann in den nächsten Wochen schnell Hilfe kommt? Das muss passieren. Und zwar muss hier nicht nur die Landesregierung, sondern auch die Bundesregierung in die Pötte kommen, so will ich das mal ganz lax ausdrücken. Und es müssen hier finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es müssen aber auch konzeptionelle Möglichkeiten geschaffen werden, wie man dem Ganzen begegnet. Ein drittes Thema, vielleicht noch ein bisschen in einem kürzeren Rahmen jetzt gegen Ende unseres Gespräches. Energie, Energiewende, jeder möchte das haben. Wir möchten keine Atomkraftwerke, wir möchten erneuerbare Energien fördern. Da sind sich auch alle hier im Bayerischen Landtag einig. Aber der Strom muss irgendwie transportiert werden. Und diese Stromtrasse, die betrifft nun auch Ihre Heimat, also den Landkreis Main-Spessart. Da sind die Bürger in Aufregung. Ja, in der Tat ist das ein Thema, das die letzten Wochen sehr aktuell geworden ist, weil es eine Alternativstromtrasse durch den Landkreis Main-Spessart gegebenenfalls geben soll, der natürlich über den Sinngrund bis Gemünden dann weiter ins Werntal gehen soll und unsere traumhaft schöne Landschaft, ja, ich sag mal, zerstören soll. Und da sind natürlich die Bürger zu Recht in Aufruhr. Ich bin's auch. Ich habe diese Thematik nun schon seit Monaten ja so köcheln sehen und jetzt ist sie am Kochen. Und da müssen wir uns auf die Hinterfüße stellen, dass zum einen erstmal hinterlegt wird, brauchen wir diese Stromtrassen überhaupt? Wer kann uns sagen, wer hat das errechnet, dass wir diese Stromtrassen brauchen? Wir sagen als Freie Wähler, wir setzen auf dezentrale, regenerative Energie, weil hier Potenziale vorhanden sind, die rekrutiert werden müssen. Und hier muss auch die Staatsregierung, hier muss die Bundesregierung endlich einmal diese Dauerbaustelle beseitigen und auch da ein Konzept vorlegen. Denn die Stromtrassen, das scheint mir momentan so das Allheilmittel zu sein, um doch irgendwie diese Energiewende handeln zu können. Und ohne aber die naheliegende Möglichkeit, nämlich eine dezentrale Versorgung der Menschen zu überprüfen, überhaupt richtig ins Kalkül gesetzt zu haben. Also Einfluss nehmen auf die Bundespolitik auch. Was können Sie von als Landtagsabgeordneter bewirken, direkt vor Ort? Wir können jetzt im Stimmkreis natürlich die Bevölkerung zum Widerstand zu animieren. Und das geschieht ja auch über verschiedene Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, um die Dramatik des Ganzen darzulegen. Und da muss ich sagen, da hat man schon sehr, sehr viel Echo jetzt zurückbekommen. Und die Leute sind und auch die Kommunen, die ganzen Stadt- und Gemeinderäte haben entsprechende Resolutionen verfasst, dass diese Stromtrasse eben nicht durch den Landkreis Main-Spessart führen soll. Und da werden wir als Landtagsabgeordnete natürlich das Ganze massiv unterstützen, auch in Gesprächen natürlich mit TenneT und entsprechenden Stellen.
Vielen Dank, Herr Felbinger, für dieses Gespräch hier bei Plenum TV, das Magazin. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wieder ganz fit werden und auf die Beine kommen und mit voller Kraft für Ihren Wahlkreis und für Unterfranken hier in die parlamentarische Arbeit gehen können. Danke. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuseher, fürs Einschalten. Das war Plenum TV, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.